Mal wieder mit einem Versuch, Delay Network das Noble Knight Feature klar zu machen. Vielleicht hält ja mein Internet diesmal. Ich habe es jetzt tatsächlich original mehr als 20 Mal versucht und jedes Mal wurde das Match in der Mitte abgebrochen. Manchmal schon früher, manchmal erst später. Aber jetzt versuchen wir es halt nochmal. So, Noble Knights. Ich habe eine coole Starthand. Die Starthand ist sehr cool, weil ich einmal Draw und Equips dazu habe. Das ist eigentlich auch schon alles, was das Deck braucht, um auszurasten. Je nachdem, gegen was ich jetzt spiele, sollte ich vielleicht noch mit zwei Gawains einen Dweller daneben legen, aber da ich nicht weiß, gegen was ich spiele, spiele ich einfach nur mal die Stern Noble Knight Combo mit Midroth und für einen Artorikos mit drei Equips. Je nachdem, vielleicht sogar vier Equips. Immer vorausgesetzt, er hat keinen Wähler. So, scheint nicht so der Fall zu sein. Also nutze ich Midroth Effekt, speziell beschwöre einen Box. Dann zerstört er mit Draw-Effekt auf Feuilletier. Feuilletier-Effekt rüstet sich wieder aus, und zwar auf den Box. Damit der dann auch gleich wieder einen Effekt hat. Der macht genau das gleiche wie eine Spellbook Library of the Crescent, außer dass er die Equip-Spells, die nicht gewählt werden, auf den Friedhof legt, statt ins Deck zurückzumischen. Das ist sehr praktisch. Da dann das schöne Exit, das dabei rauskommt, die er einfach auf sich ausrüsten kann. So, wenn er jetzt nicht die Excalibur trifft, dann hat er gleich vier Equips dran, ansonsten muss ich vielleicht die aus der Hand nehmen. Nein, muss ich nicht. Wunderbar. Dann packe ich die Destiny auf den Draw. Dadurch sind es jetzt beides Dark Level 5er. Die werden overlaid zu einem Sacred Noble Knight of Kindred Korgos. Dabei sterben die zwei. Destinies nutzen den Effekt, um die Serie auszurüsten. Artorius ist die 3 auf sich aus. Und zack, haben wir schon ein Monster mit 3200, das nicht gezielt und einmal pro Zug nicht durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden kann. Zack, zack. So, das ist auch eigentlich schon die gesamte Noble Knight Combo. Man deckt möglichst früh im Spiel, eben wie hier Turn 1, diesen Noble Knight Boss hin und sagt, guck mal, ob du drumherum kommst. Der hat dann noch einen eigenen Effekt, dass er eins detachen kann, um ein anderes Monster auf dem Feld zu zerstören, was oft ganz praktisch kommt. Und wenn er vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, kann man einen Noble Knight aus dem Grave Special, was auch nicht ganz unpraktisch ist. Also alles in allem recht broken und mit den Equips. Ja, auch noch nicht wirklich überrennbar. Jetzt gucke ich erstmal gegen was ich spiele. Viele geben einfach direkt auf, wenn sie Turn 1 diese Combo abkriegen, weil sie dann mir nicht zeigen mussten, was sie spielen und ich nicht gescheit geborgen kann. Ich habe jetzt die Rota deshalb auf der Hand behalten, weil ich dann, falls er das Feld wegkriegen sollte, immer noch einfach wieder mit Draw aushalten und mit Draw die Combo nochmal durchziehen kann. Das ist nämlich das Coole, der kann nicht nur ein starkes Early Game, sondern auch ein sehr starkes Late Game. So, er settet einfach mal nur eine. Das ist meistens ein MST. Und da es keine verdeckte Karte gibt, die mich jetzt wirklich stört, also er kann nicht durch Prison gezielt werden, nur Force zerstört ihn nicht, weil er einmal zuvor Zug nicht zerstört werden kann. Deswegen interessiert mich gar nicht, was da liegt. Deswegen kann ich auch ganz locker erstmal angreifen und vielleicht mal fürs 2 mit der Feuilletier schießen. Wir haben auch immer noch 3000 Attacker. Sphere. Okay, Sphere interessiert mich auch großartig nicht so. Spirit and Mermaid ist, dass sie mit Infantry relativ effektiv die Excalibur wegschießen können. Und wenn sie das tun, dann bin ich begeisternfertig. Aber naja, probieren wir es mal aus. Kann ich ja in der momentanen Situation nicht so viel dagegen tun. Und selbst wenn sie mein Feld einmal wegkriegen, habe ich ja im Moment eine gute Hand, die das auch wieder aufbauen kann. Und der Pike. Mit Gunde. Okay.
Kunde sucht Marksman. Ein Kunde specialt Linde. Okay, jetzt ich zwar meinen Effekt, dann schießt die Linde. Könnte ich noch einfach einen Dweller hinlegen. Dweller ist eigentlich eh nicht schlecht. So, ich habe ja auch jetzt mit Midroad nachgezogen, deswegen kann ich mir das auch mal leisten, mit Midroad zu verheizen. Gegen Mermaid ist allgemein Dweller nicht schlecht. Tida benutzt, ja. Der Tida auspacken, um über Dweller zu finden. Hätte ich den erstmal einfach bekommen. Dann gibt er aktionslos ab. Ich würde mehrere Dweller spielen, aber man kann ja nicht alles haben. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen Combo Rombo machen und ein bisschen unverschämt auspacken. Eventuell, ich muss kurz überlegen, ob das nicht vielleicht sogar für einen OTK reicht. Gewaltschirm hat. Nein, reicht nicht ganz, glaube ich. Zack, der schießt auch. Wobei, der Artorius hat noch 2,8 Angriff. 5,2 noch mehr, 5,2 kriege ich nicht ganz hin. Aber fast. Das müsste doch eigentlich ein OTK werden. Mal kurz rechnen. Der, den, zack, zack. 3000. Ja, das müsste eigentlich reichen. Nee, das reicht nicht, weil ich den Skillborn-Effekt nicht nutzen kann im Zug, wo ich ihn was auf den Brief gesendet wurde. Schade eigentlich. Wie sick. Jetzt er macht C ab. Na gut, dann behalte ich den Dutcher Wild einfach mal auf der Hand, den Gawain einfach mal auf der Hand und sag drauf geschissen. Der Kollege zerschießt mal den Pike. Der Vollentier zerschießt mal das Verdeckte. Dann hat er noch 2300 und dann gibt es einfach ein bisschen Beatdown. Set und go. Wieder Effekt, damit der Tida nicht wiederkommt.
Jetzt schauen wir doch mal, was ihm jetzt noch so groß dazu einfällt. Ja, jetzt habe ich einfach Next Zug potenziell Game und ihm kann eigentlich nur noch eine Z-Linde was helfen. Und auch die, weiß ich, habe ich nicht genau den Überblick, ob sie ihn überleben lässt. Wahrscheinlich eher nicht, weil ich sie schießen kann. Da noch ein Counter drauf. Freudetier schießt sie. Das ist eine Linde. Aber ich kann jetzt einfach mit Excalibur in den anderen Noblemind Knight Exceed drüberlegen und damit dann für Game angreifen. Im Normalfall. Okay, also 70 Pack. Pack für Fragsmark, das interessiert mich nicht. Ich nehme jetzt erzählen, dass das Scarecrow spielt. Ich glaube, bin ja auch kein Mensch. Gut, aber die kann ich dann ja erstmal einfach ausprobieren. Noch. Ja, gut, er gibt ja auf. Gut, das war mal Game 1. Jetzt wird mal ein bisschen geboardet, damit man mal noch mehr leitet. Zack, 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 zack. Wälder braucht man nicht unbedingt. Und das ist ganz gut, dass wir dann raus. Ah, die Lanzen können auch noch raus. So. Ich werde gerade durch die Jobs dann rein tun. Allerdings weiß ich nicht genau, was der für ein Name spielt, diesen, was mich dafür fallen stören. Deswegen tue ich die mal aus Konstanzgründen noch nicht rein und gucke mir erstmal Spiel 2 an. Spiel 1 war ja schon sehr souverän, weil mein Start einfach gut gepasst hat. Und ich bin begeistert, bis jetzt fehlt meine Internetverbindung wunderbar. Und ich fange nochmal mit Rod und Equipment, das ist nicht schlecht. Damit kann man arbeiten. Immer vorausgesetzt, es kommt durch. Na komm, spiel mal, mein Sohn. Jetzt krieg ich wieder eine Lost Connection, bevor Stürm vorbei ist. Toys to Goon soll ein stabiler Start sein. Hab ich mir sagen lassen. Das ist auch mal ein richtiger Mangel-Noob, glaube ich. Das würde nicht so lange brauchen, um so ein obvious Combo rauszupacken. Opponent quit. Tja, wie soll ich das jetzt beurteilen? Entweder hat er irgendwas nicht im Deck gehabt, das er jetzt auspacken hätte wollen, oder hat er eine Lost Connection. Welche Ironie wäre das, wenn das erste Spiel, das ich fertig kriege, durch eine gegnerische Lost Connection bedingt ist? Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr habt gesehen, wie die Combo funktioniert. Das war, glaube ich, das Hauptziel des ganzen Features. Und ihr habt gesehen, dass Noble Knight an sich ein cooles Deck ist, dass es auch noch ein paar andere Plays hat und dass es eine, sagen wir mal, eine große Chance hat, Turniere in Zukunft zu gewinnen. Allerdings hat es eine große Schwäche gegen Spellbook, weil Fate das ganze Deck leider auseinander nimmt. Wie bei so vielen Decks. Jo, hoffe, es hat euch gefallen. Sorry für die Verzögerung. Mein Internet ist behindert und jo. Ich werde jetzt gucken, dass ich demnächst noch ein paar Videos hochkriege.